Großinitiative nochmal. Übersicht und dann Nebenstärke. Ah, danke schön. Yes. Braun hat Bock. Ich habe aber auch Gott sei Dank eine plus 5 auf Initiative. Ja, und Kron so, ja, guess I'm out, ich renn weg. Ich zeige euch nun mal die geheime Technik der Tengu. Verpissen! Ich kann mit dir mithalten, vergiss das nicht. Also rein regeltechnisch nicht. Das haben wir geklärt. Ich hab 30 Fuß. Schatz, meine Onigiri waren die unten, ne? Deine sind die unten. Lass aber vielleicht zumindest eins jeweils für einen, eines für einen meinem Papa und eines für meine Mama übrig. Ja, natürlich. Weil, wenn sie am Essenstisch sind, da kannst du sie noch einfach vor die Nase stellen. Das Ding ist übel. Sekunde. Der Spielleiter braucht dich, um immer was zu trinken. Nö, alles gut. Ich wollte nur meine Onigiri haben. Und wenn du lieb zu mir bist, tust du noch von Auberginen mir Wäsche auf meinen Teller legen. Du hast sie dir ausgesucht, nicht meckern. Ja, ich habe extra die Onigiri heute gemacht. Das sind selbst mit Liebe selbst gemachte Onigiri. Ach, hast du auch das Buch mit Liebe kochen? Nein. Stehen noch welche im Kühlschrank, ne? Ach. Ich will mir nicht so das Ding überleben. Hier. Mein Teller müsste offen sein. Sagen wir es mal so. Ja. Bei Rainer ist die Chance auf jeden Fall sehr gering. Bei uns alle, da wird das Ding so erwischt, das reißt uns auseinander. Denke ich. Deshalb meinte ich, wir sollten im Fernkampf bleiben. So, sorry, ich war ganz kurz AFK. Also wie gesagt, ich habe mich jetzt mal dahin bewegt, wo ich bin. Und wird dann halt auch meine Schwerter gegeneinander schlagen, dass ich auf mich aufmerksam mache. Ausgezeichnet. Du hörst Rainer so. Sehr gut. Yes. Ja, dann erste Kampfrunde. Kron. Huch, ich hab daneben geschossen, das tut mir aber leid. Willkommen. Ihr habt der Adler hat sein Ziel im Visier. Der Gegner steht da drüben. Ich weiß. Deiner. Das endet nicht gut, das endet nicht gut. Dann, Kron, fangen wir mit unserem Untergang, würde ich sagen. This is the end. You know. Wie war das? Shift und Linksklick? Wie kann ich das nicht machen? Jetzt musst du über die Kampfübersicht machen. Steuerung, Linksklick. Über den Gruppenbogen geht Targeting leider nicht. Ich weiß nicht warum. Ich mache einen Michael Jackson Step nach zurück. Warte, ich muss kurz gucken. Aktionen, Ray of Frost, friert das, hält das Ding Leute auf? Nee. Ich hebe meine Klaue und rufe Magic Missile! Und hau dem Ding der Magic Missile ins Gesicht. Und mache noch einen Footstep zurück. Ich mache was wie Michael Jackson. Beim Casten. Oh. Übrigens als Tipp, Severa, du bist schon in seiner Kampfreichweite. Oh, geil. Guess you're fucked now. Wie weit kann ich rückwärts laufen? Hey. Laufen? 20 Meter. Mit voller Aktion Rückzug 40. Fuß. Wie weit wäre das? Fuß. Warte. Wie kann man das targeten? Ich würde. Über die Kampfübersicht. Mein kurzes Schwert. Aktion Rückzug. Ja. Wenn du dich von dem Ding verpissen willst, mach Aktion Rückzug und beweg dich nur 30 Fuß.
weil sonst haut es dich. Wie kann ich das machen? Einfach sagen. Ach so, du nutzt ja deine. 40 kannst du dich dann rückwärts bewegen. Alle Aktienrückzug ist, Ich kann hier gar nicht so weit laufen. Ja, egal. Setz dich weg. Alles gut. Stell ich deinen ran. Also ich hab Rückzug gemacht und mach aber immer noch Krach, damit auch auf mir folgt und nicht zu den anderen läuft. Dann kannst du einen Zug abgeben, bis fertig. Achso, ja. Mehr kannst du nicht machen. Oh, Severa, du bist in Reichweite. Kyo ist in Reichweite, sorry. Ah. Tentakel. Das hat echt Power. Er hat nicht getargetet. Aber mit 24 bin ich mir ziemlich sicher, dass ich treffen würde. Aber ich bin so nett und mach's nochmal. What the? Ja. Kommt jetzt der Tentakel-Attack oder was ist da jetzt? Ja, du wurdest jetzt einmal mit einem Tentakel geschlagen. Ach, du Scheiße. Und liegst jetzt etwa da. Und bist ohnmächtig, Kyr. Oh, shit. So, Kyr ist ohnmächtig. Aber du bist zumindest stabil, du blutest nicht mehr weiter. Das ist ganz gut. Ich denn irgendwie... Okay. Ja, wollte ihn eigentlich jetzt angreifen, aber nachdem ich gesehen habe, wie jetzt Kier da voll so weggeslappt wurde. ich würde da hinein und würde die heilen. Wie bewegt man sich denn? So, ups. Nein, stopp. Vergesst nicht, sie zu targeten. Kio. Nee, nicht. Du hast auch nicht Shamley gemacht. Kio. Ah, 15, okay. Wie weit kann ich jetzt laufen? 30, ne? Willst du den kaufen? Laufen, nicht kaufen. 30, ne? Also komme ich easy auf jeden Fall hin. Was möchtest du denn machen? Willst du mich anflüstern? Hab ich drauf gedrückt. Nein, was? Nein, ich war verwirrt. Ich habe einfach nur gezogen und auf einmal war der Text da. Ich... Ja, das... Aber wie man dich anflüstert, weiß ich auch nicht, nein. Slash W, Leerzeichen GM. Das sieht man dann nicht, auch nicht später im Videochat. So, So. Dann, yo. Gib ihm. Hast du sie getargetet? Ja. Ja, Kür, du brauch auf jeden Fall jetzt erstmal, bis du wieder dran bist, bis du wieder zu dir kommst. Gut. Was zur Hölle ist das? Tengu. Tengu-Sprache. What? Yes, we're fucked now. So. Rainer, möchtest du noch was machen? Nee, Alex, möchtest du noch was machen? Sorry. Wenn nicht, dann kannst du unten auf den Pfeil drücken. Während des Heals. Oh. Lebe! Oh, keiner. Ich war grad. Wie weit kann ich zurück? Du kannst dich deine volle Bewegungsreichweite bewegen, kannst dann schießen. Und wenn du natürlich schießt, dann kannst du bloß einen 5 Footstep zurück. Genau. Heißt, erst ich bewegen, kann, dann feuern. Das war meine Frage. Das heißt, ich habe 20 Stand hier, wäre hier. Ja. Gut. Wir müssen das Ding zu Tode kalten. Nee, Moment, falsch. Severa. Er macht es halt wirklich wahr. Ich sage nicht, dass ich nicht am Überlegen gewesen war. Hier ins Bein schießen. Es ist für die Gruppe. Ach, Phil. Das ist euer Encounter-Status. Warum ist Encounter-Status? Wir können das schaffen. Ich weiß, wir können das schaffen. Wobei, ich sehe sein RK. Alter. Oh, fuck!
Ja, Kron, your turn. Lauft rückwärts, lass es dich da nicht rankommen, es ist langsamer als wir. Und ich laufe meine 30 Fuß und währenddessen... Magic Missile! Bis mir die Zauberpunkte ausgehen, hurra! Hast du nicht unendlich Magic Missiles? Nee, das sind gerade 1 Zauber. Ah, Magic Missiles bei denen gerade 1, okay. Das sind 3 Schaden. Von 300, lol. Das ist nicht aber genug. Wir können das Ding noch einfach zu den Banditen ziehen. Einfach machen wie Lord Kazak einfach so mit. Ja. Okay, also ich gehe auch erstmal wieder weiter weg davon. Brauchst du dich jetzt nicht auf. Ja, okay. Okay. Also auf Reichweite, wie weit ich halt kann, ne? Und weil es so schön geklappt hat vorhin, schnapp ich mir meinen Dolch. Wenn ich meinen Dolch finde. Ja. Und sie krittet ihn zu Tode. Erst auf das vorne und dann auf das Schaden, ne? Wenn du ihn triffst, ja. Ja, deinen Dolch darfst du denn aus dem Inventar rausstreichen. Okay. Er ist irgendwo in dem Fluss. In dem Fluss, schön. Hoffentlich ist es Edelstahl. Kupfer! Da rostet er nicht, scheint drauf. Ist dann mein scheiß Dolch, dann tue ich ihn noch rausstreichen. Es sei denn, ich soll... Die Wahrscheinlichkeit, ihn wiederzufinden, ist sehr gering, vor allen Dingen, weil das Ding da gerade ist. Wenn es tot ist, kann ich später würfeln, dass ich ihn wiederfinde. Möchtest du dann den Fluss sieben und hoffen, dass du... Möchtest du das jetzt gerade auswerten oder möchtest du gerade überleben? Überleben. Streich ihn dir bitte raus und gib deinen Zug ab. Ich hab's wieder vergessen, ne? Scheiße, sorry. So, da Alex sich noch nicht bewegt hat. Oh. Zack, Kür. Du kommst jetzt wieder zu dir, Kür. Kann ich auch schon wieder angreifen? Ja. Wie schwer bin ich verletzt? Wo? Irrelevant gerade. Was Schmerzen. Quetschungen überall wahrscheinlich. Ja. Du hast hart die Tentakel ins Gesicht bekommen. Nicht nur ins Gesicht. Das ist nicht Tanz der Teufel. Ja, da würde ich, glaube ich, einfach nur so ein bisschen hier hinlaufen oder so. Gut, ja, ich würde mich auch wieder ein bisschen weiter nach unten bewegen, weg von dem scheiß Vieh. Ich konnte doch jetzt hier mit diesem Energiefokus hier noch ein AOE machen, oder? Also, AOE hier. Ja, in 30 Meter Reichweite. Okay, ich denke mal, das scheiß Vieh ist keine 30 Meter. Oh. Gut bewegt, Alex. Okay. Oh. Du hast aber auch gesehen, das Ding hat ziemlich lange Tentakel. Just say. Ja gut, jetzt habe ich mich schon bewegt. Egal. Du kannst, also das ist nicht untot. Du kannst gegen es keine negative Energie kanalisieren. Wenn du AE heilen möchtest, kannst du das tun, weil du hast Selective Channeling. Du kannst ihn ausschließen. Ja. Gut, das heißt, kannst auf jeden Fall hier Kier und Rainer targeten, ne? Du kannst Kier und Rainer targeten und also das hat ja eh keine AE Heal machen. Ja. Okay. Wie auch beim normalen, ne? Also ja, genau. So ganz genau wie beim normalen. Holy Nova. Funktioniert wie ein Priester. Achso, jetzt müssen wir nochmal zack. Und dann zack. Okay, dann würde ich mich, soweit ich kann, bewegen.
Jetzt, wenn ihr euch alle immer bewegt, braucht ihr euch auf der Karte nicht mehr bewegen. Okay. Ich muss nur wissen, ihr bewegt euch am Fluss entlang, oder? Ja. Ja. Okay. Es dauert ein Stück, bis wir 4 Stunden bis da unten sind. So. Boah, bei dem, wie oft wir verfehlen, dauert doch da. Das heißt, bis dann haben wir keine Pfeile mehr. Ja. Kron? Der Einzige, der zum Schluss schießen kann, ist Kron. Runde 3 Kron. Runde 3 Kron. Runde 3 Kron sagt. It's all over again. Ich laufe wieder meine 30 Fuß. Währenddessen. Magic Missile! Ich mache halt nicht viel Schaden, aber ich mache wenigstens Schaden. Ich brauche nur mindestens noch 10 davon. Ich glaube, so groß wie der ist, braucht man ein paar mehr Magic Missiles. Abgeben? Unsere komplette Gruppe. Entschuldigung. Unsere komplette Gruppe könnte aus des Dings bestehen. Knapp werden. Frage, wenn ich mich auf es zubewege, würde ich so nah kommen, dass ich angreifen kann? Theoretisch ja. Und praktisch? Achso, warte mal, mit deiner aktuellen? Ja, könntest du. Aber bedenke, wenn du dich innerhalb seines Aggressionsradius normal bewegst, bekommst du einen Gelegenheitsangriff. Ein Free-Hit von ihm. Also sobald du in Reichweite bist, bist du geraped. Im wahrsten Sinne des Wortes. Du möchtest das. Du kommst auf 10 Meter ran und wenn du dann normal, also mit deiner normalen Bewegungsaktion weiterläufst, bekommst du einen Gelegenheitsangriff, weil du dich innerhalb seines Bedrohungsradius bewegst. Ich versuch's. Nein! Du bekommst einen Gratis-Tipp, du kannst in die 10 Meter Zone reingehen und dann einen 5-Foot-Step machen. In die 10-Fuß-Zone. Kann ich dann angreifen? Ja. Ja, dann mach ich das. Okay, dann do it. Also dann komme ich jetzt so nicht dran, ja? Ja. Okay. Zwar nett, dich gekannt zu haben, Steinwerfer. Die macht was? Und kann ich dann angreifen, ne? She goes on melee und greift an. Das heißt, ich mach einmal den hier. Puh. Mach einmal den hier. Die zweite Hand hat... Oh. Fuck, also OOC, bist du bescheuert? IC, aha. Ja, bist du dann fertig, ja? Kannst du abgeben, deine Runde. Du kannst ja gar nicht gleich mit abgeben. Die wird gleich wieder in Reichweite sein. Die wird gleich wieder in Reichweite sein. Naja, wenn jetzt das Darknet ins Gesicht bekommt, liegt sie uns eh gleich entgegen. Außer er hält sie fest, ganz... Oh, hast du ein Glück, Alter! Ein Glück. Mehr Glück als Verstand, die Frau. Ein Glück, keine volle Aktion. Bin halt geschickt, ungeschickt, ne? Ja, bewegt ihr euch jetzt eigentlich noch weiter weg? Nehme ich an. Also wir waren uns, glaube ich, einig, dass wir immer weiterlaufen, ja. Okay, irgendwann seid ihr außer Reichweite, dadurch, dass Severa jetzt da stehen bleibt. Just saying. Leute, Alex. Ja. Gott, ich hasse Helden. Was soll ich denn noch? Ja, das soll ich nicht tun. Kannst du nicht weglaufen wie ganz normaler Ali? Knight. Achso, bei ich kann Channel Energy für Damage Spells machen, oder? Das Einzige, was ich machen kann, ja. Du kannst keinen Schaden kanalisieren. Das kannst du nur gegen Untote machen. Also ist nur gegen UDs? Ja, weil du bist neutral. Du musst am Anfang bei der Chai-Erstellung aussuchen, ob du positive oder negative Energie kanalisieren möchtest. Passt. Heil uns einfach. Also heil mich einfach. Noch nicht. Ich glaube, dir ist nicht mehr zu helfen, wenn du gehittet bist, aber... Du wirst gleich ein Hoch auf die Oberde und deck so. Und plötzlich steht er umzingelt von Banditen. Fuck!
Alle neuen Charakter. Ja, okay, wir haben noch Wounded Charakter, glaube ich, unter uns, oder? Ja, komm. Ich heb's dir auf. Na gut, mach. Meinst du? Du bist Heiler. Uns kommt gleich eine Severa entgegengeflogen, also. Vielleicht überlebt sie es. Sie ist durchaus. Zählt sie als Pfeilgeschoss, wenn sie euch trifft und er vorher Entropic Schild auf sich macht? Wenn ich Mönch bin, kann ich dein Geschoss ablenken machen und sie wieder zurückwerfen? Naja, das wäre ja das. Das Entropic Shield kann ja Geschosse ablenken. Wäre lustig, aber. Nee, Alex, fertig? Gott, Alter, für das Scheißfeuer muss ich in 10 Meter Reichweite sein und könnte wahrscheinlich dann sogar noch sie treffen. Ja, ich skippe meine Runde. Nein, passt schon. Du und Rainer? Ich nehme die Beine in die Hand, wie immer. Ich bin hart tempted, sie wäre einfach den Gnadenschuss zu geben. Sie liegt doch nicht mal am Boden, gib ihr doch keinen Gnadenschuss, sie lebt noch. Versuch's wenigstens. Oh ja. Nein. Daneben. Oh shit. Ja. Achso, wolltest du noch was machen, Rainer? Sorry. Kannst noch 5 Footstep machen. Billie Jean ist. Okay. Lava. Bist fertig, ja? Glaube nicht. Okay. Oh shit. Kron. Severa, seid ihr wahnsinnig? Ihr wollt leben, oder? Also beschwert euch nicht. Aber nicht in dem Jahr, glaub ich. Mensch, ich bin sattig. Ich hab keine Zauber. Meine Zauber sind weg. Mein Level 1 Zauber sind weg. Du hast auf Kampf gedrückt. Oh! Die sind alle. Ich hab keine Wunder mehr. Wir sollten uns wirklich zurückziehen. Naja, du hast noch etwas, was du die ganze Zeit channeln kannst. Ich sag's nur, Kron. Guck mal bei deinen Nullern. Davon hast du unendlich. Ja, aber 1d3 und ich muss treffen. Besser als nichts. Besser als nichts, ja. Also, ich kann's auch mit Wattebäuschen bewerfen auf das Sohlenfeld. Immer noch besser, wie wenn du als Heiler skippen musst, ja. True. Oh. Kron, fertig? Dann abgeben. Separat. Ich hab einfach nicht auf die RK geguckt. Ich hab so, ja, gut, ich greife an. Komm schon, Kette, wie bei den Banditen. Mach 30 Schaden. Du tanzt sehr gut, das muss man dir lassen. Alter! Sie tankt das weg, easy. Das ist so gerade so Matrix-Move. Ich stelle mir das so vor, dass er einfach so ganz lässig einen Schritt zur Seite geht. Ich glaube, Dex wird nichts mehr haben, wo er zurückkommen kann. Ja, ich würde sagen, das ging daneben. Und genau deshalb mache ich nur Magic Missile, weil sonst treffe ich nicht. Bist du fertig, Kyr? Weiter drüben. Alex? Hast du keine Schleuder dabei oder sowas? Irgendwas? Er hat ein Schild und einen Morgenstern, er könnte Nahkampf gehen mit seinen 10 Leben. Ich kann Nahkampf gehen, mit 10 Leben möchte ich das nicht. Heiler, du bleibst im Range DPS Camp. Du bleibst da schön stehen. Warte mal, ich bewege mich noch ein Stück weiter. Und. Sehr gut. Mit Rainer. Bitte, Sniper. Gib uns den Adler, bitte. Ich möchte erstmal gucken, ob mir irgendwas auffällt, was uns hilft. Oder was uns helfen könnte. Flammenwerfer? Zum Beispiel. Raketenwerfer. Perception Wurf oder was willst du haben? Du meinst hier in der Umgebung, was euch helfen könnte? Ja. Ich sag's ehrlich, nein. Nein, du findest nichts. Also du kannst, klar, ist cool, coole Idee, aber hier ist halt einfach wirklich nichts, was du jetzt gerade ausrichten könntest. Okay, ich hab Knowledge Nature. Ja. Könnte ich damit irgendwie gucken, ob mir was einfällt, was uns hilft? Mach mal. Nur nicht mit Blitzen bewerfen. Weglaufen. Also literally wirklich Beine in die Hand und ab die Post. Okay.
Gut, dann nehme ich die Beine in der Hand, drehe mich nochmal um und dann einmal schön... Tipp Fedora. Es ist so lächerlich. Das, was ihr das letzte Mal an Würfelglück hattet, so. Severa, haut ab, wir schaffen das nicht. Ray of Frost. Ray of Frost. Ja doch. Herz der Karten. Also das Touch, das ist ja ein Touch. Ja, es ist ein Touch-Angriff, ich vergaß. Das ist ja rüstungsbrechend. Das gibt's ja hier. Ist etwa so viel Schaden wie mit den Magic Missiles. Also slow and steady. Just saying. Bist du fertig? Da kann ich mir den Arm amputieren, weil ich komplett Mana leer bin, aber das ist scheißegal. So, und ich hoffe, Severa hat den hört auf mich. Warte mal bitte ganz kurz noch. Ja, gut. Geht nix. Was? Das Ding besteht aus Flüssigkeiten. Ah, das ist ein Slow, ja. Das ist bei 5E automatisch drin beim Ray of Frost, witzigerweise. Ja, hier ist es jetzt. Hier leider nicht. Hier ist es jetzt GM-Entscheid. Ja, ja. Also, man sieht richtig eigentlich diese Überlegung zwischen weglaufen oder weiterkämpfen. Ich bettel dich schon seit 2 Runden drum. Lauf, Schlampe! Hey! Nee, bleib ruhig stehen, das ist okay für mich. Die Klappe genug. Umso länger kannst du drauf schießen, ne? Umso länger kann er verfehlen. Bringt euch erstmal in Sicherheit, ich komm dann schon nach. Okay, kein Problem. Your action. Dass sie das tatsächlich sagt, nach dem, was mit Kier passiert ist, ne? Unfassbar. So Kier mit Kämpfer über den ganzen Wald gespuckt. Bist du fertig? Oh, ich schaff das schon. Kommt schon da. Alles gut. Mich ja zu euch. Oh. Er bringt zu euch. Autsch. Sekunde, ich muss ganz kurz etwas nachschauen. Jetzt kommt die volle Aktion, der zweite Schlag kommt. Nein. Kampf. DMB. Dann kommt noch ein Damage vom Impact, weil sie gegen den Baum kracht. Das macht dann auch nochmal ein D3 oder so. Nein. Sie ertrinkt. Bei meinem Glück trifft sie jetzt Rainer. Und er ist tot. Ich würde mich nicht wundern. Rainer down. Sie landet im Wasser und ertrinkt wegen ihrer schweren Rüstung. Ich stehe in eine andere Richtung. Naja. Ja. Mit dem Ding seiner Stärke kannst du durchaus bei. Ich bin nicht geflogen. Nein. Du bist ja nicht gestorben. Toll. Halb tot und liegt noch. Du stehst da noch. GG.